Herzlich willkommen bei Actogore. Es gibt Filme, die in der entweder breiteren Öffentlichkeit oder auch im Underground-Bereich gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und es gibt auch solche Filme, die durchaus eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, die sogar sich zu einem kleinen Phänomen entwickeln können, die Internet-Memes hervorbringen und. Und zu letzterer Kategorie gehört der heutige Film. Es geht heute um den 1999 entstandenen Film The Green Elephant. Und ja, The Green Elephant, ein russischer Film, ist schon was Besonderes, ist nicht ohne, sag ich mal so. Ja, ich möchte dieses Video heute anders gestalten als wie die normalen Videos. Denn ganz bewusst habe ich heute nicht dieses klassische Intro aufgenommen, wo ich sage, ich erwarte das und das von dem Film und schauen wir mal, was es wird und dann Intro und dann gucken wir, was ich mit der Handlung mache ansonsten. So möchte ich es heute nicht machen, weil ich ganz bewusst ohne große Erwartungen an den Film herangegangen bin. Ich hatte schon ein bisschen was über den Film gehört. Ich hatte gehört, angeblich wird dort Scheiße gefressen und hier homosexuelle Sachen und so weiter und hatte da schon Befürchtungen und wollte deshalb meine Erwartungen mal nicht zu hoch setzen. Ich hatte auch von jemandem gelesen, dass der Film die erste Stunde sehr langweilig sein soll, insbesondere alles auf Russisch ist, er hat nichts verstanden. Dankenswerterweise hat die Fassung, die ich jetzt gesehen habe, englische Untertitel, das heißt, ich konnte den Film verstehen und das halte ich für ganz besonders wichtig. Wenn ihr euch diesen Film anschauen wollt, ihr müsst ihn unbedingt mit Untertiteln sehen oder ihr könnt Russisch, eins von beiden, wobei der Ton meistens sehr undeutlich ist. Also ich denke mal, wenn die da irgendwas zusammennuscheln, dann wird es schon schwierig, das zu verstehen, selbst wenn man die Sprache theoretisch verstehen könnte, weil ansonsten bringt euch das überhaupt nichts. Dann versteht ihr kein einziges Wort und dann wirkt der Film auch nicht. Der Film lebt zwar auch von dem grafischen bisschen, aber insbesondere muss man verstehen, was die Leute sagen, weil ansonsten hat es keinen Sinn. Ja, spielen wir erstmal das Intro ab und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ja, The Green Elephant. Also, als ich so vor 5 oder 10 Jahren angefangen habe, mich auch mal für etwas kontroversere Filme zu interessieren. Ja, da war natürlich auch der Titel The Green Elephant irgendwie so ein bisschen Programm. Der Film ist so Anfang bis Mitte der 2000er Jahre so ein bisschen durchs Internet kursiert. Er hat in Russland wohl auch eine begrenzte Kinoauswertung bekommen, tatsächlich. Aber wie gesagt, durch den entsprechenden Inhalt ist er dort auch nicht so angeklungen und ja, es wirkt eher wie so ein antirussischer Film, könnte man sagen. Und es gibt so gut wie keine offiziellen Veröffentlichungen oder was. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt je eine offizielle DVD gab. Also mir sind persönlich selbst nur Bootlegs bekannt. Also über Bootlegs bekommt man den Film auf jeden Fall. Es ist wohl nicht geplant, dass der Film nochmal irgendwie jemals groß rauskommen wird. Mehrere der Darsteller, also von denen hört man eigentlich gar nichts mehr. Einer ist wohl ein bisschen größer geworden in Russland. Und ja, die Regie will damit auch nichts mehr zu tun haben. Also ja, ist so ein fast schon Jugendsünde, möchte man fast sagen. Ich habe mir zwar ein bisschen was zur Handlung aufgeschrieben, aber ich möchte sie eigentlich dieses Mal gar nicht so genau durchgehen, weil es ist so, was passiert in dem Film? Ich will mal erklären, worum es geht. Es geht darum, dass zwei Männer, die sind in einer Zelle eingesperrt von irgendeinem militärischen Gefängnis. 90% des Films spielen in dieser Zelle. So, sieht aus wie so eine, also sehr, so, da sind alle Sachen, die alle gefangenen Sachen aus Saw oder so, die sind geradezu klinisch, das Badezimmer. Also das hier sieht wirklich aus wie, also da hängen irgendwelche Rohre, irgendwo tropft was raus, alles sieht furchtbar aus. So, also wirklich am Arsch der Welt. Und ich habe jetzt nicht verstanden, also ich hatte es so verstanden, der eine von den beiden muss schon da gewesen sein und der zweite kam dazu. Ich habe jetzt nur nicht verstanden, welcher von beiden dazukommt. Naja, und ja, es ist dann so, dass die beiden sich zunächst einmal über irgendwelche Sachen unterhalten. Keine Ahnung, also über was unterhalten die sich hier? Über Sport reden sie, über Klimmzüge, wie der eine immer sportlich war. Der eine, dieser leicht Verrückte später, der hat so, den habe ich immer so am Bart definiert. Und der andere, der mal so ein bisschen düster reinschaut, der eben kleiner Bruder genannt wird praktisch. Das ist so ein bisschen Psycho-Andreas-mäßig. Und
ja, wie gesagt, sie reden erst über normale Sachen, dann reden sie auch über, was weiß ich, sexuelle Sachen, ne? Oder der eine erzählt, dass er mal ins Meer gekackt hat oder irgendwelche komischen Sachen. Also die Themen sind ganz seltsam. Was aber auffällt ist hier, dieses Menschliche, diese realistische Darstellung ist einfach unglaublich während des ganzen Films, sage ich. Aber es fängt schon am Anfang an. Ihr müsst euch vorstellen, also für mich klang es, oder ich hatte eigentlich gedacht, dieser kleine Bruder in dem Sinne, also dieser finstere Typ, der sei neu dazu gekommen. Ja? Ich hatte auch irgendwo den Namen aufgeschrieben, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. Auf jeden Fall, oder Boruschka oder wie der heißt, also auf jeden Fall, der wäre neu und so, dieser leicht Verrückte, der wäre schon da gewesen, weil, müsst ihr euch vorstellen, der Neue kommt dort praktisch in die Zelle rein, ist völlig fertig, will vielleicht auch seine Ruhe haben und der andere labert ihn nur voll. Ja? Wir haben bei Minute 11 erzählt er über das Boxen als Kind und keine Ahnung was, also ständig sabbelt er, der redet in einer Tour und der andere sagt doch immer und rennt auch auf und ab in dieser winzigen Zelle und der andere sagt immer nur sit down, also setz dich hin und sonst was, auf Russisch dann, ganz klar, aber untertitelt halt Englisch sit down und will eigentlich nur, dass der endlich mal die Fresse hält, ne? Und dieses Genervte von ihm alleine, nur dieses Abgenervte, das kommt direkt richtig rüber, ja, und der andere dann einfach nur rumrennt, völlig planlos erzählt und so weiter, ja. Und wie gesagt, das Ganze geht eine Stunde lang, also der ganze Film geht 86 Minuten und eine Stunde davon mit ein-, zweimal wenigen Ortswechseln ist eigentlich so, dass es immer nur in dieser Zelle spielt und die miteinander reden, so, und irgendetwas tun. Da tropft zum Beispiel irgendwo Wasser aus dem Rohr und der eine sagt, das ist wie Urin oder was und der andere probiert das mal und sagt auch, keine Ahnung, also irgendwie, weiß nicht, ob das eine Kloleitung ist. Also mit Wasser und Nahrung werden sie wohl nicht so wirklich versorgt. Eine Toilette scheint es auch nicht zu geben oder keine Ahnung, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jedenfalls beschäftigen uns, wie gesagt, eine Stunde lang und nicht so wie in so tollen Hollywood-Horrorfilmen, nicht so wie Dr. Gordon und Adam, die da irgendwie toll reden. Nee, es ist wirklich ganz anders. Es ist so düster, so dreckig, so abstoßend, zwar vom Bild her. Aber ich wollte trotzdem keine Minute überspringen, weil ich mir gedacht habe, es ist schon wichtig, sich das alles anzuhören, was die so sagen und das zu beobachten. Und das ist es auch. Das ist ein ganz spezieller Exploitation-Film, der davon lebt, dass die Situation sich immer weiter zuspitzt. Ja. Er lebt aber auch davon, dass der Zuschauer dabei bleibt. Ja. Weil, müsst ihr euch vorstellen, dieser ganze Film ist eigentlich, wir verfolgen die beiden Männer von einfacher Gefangenschaft bis in den absoluten Wahnsinn. Ja. Steigert sich immer mehr. Der, wie gesagt, Little Brother oder wie der nun heißt, der regt sich immer mehr auf und immer aggressiver. Da müsst ihr euch vorstellen, bei Minute 30? Nee, erstmal bei Minute 31 wird erklärt, was dieses Green Elephant überhaupt soll. The Green Elephant ist ein Lied, was eben dieser Bartträger sich ausgedacht hat, so über irgendeinen so Zirkuselefanten. Ne? Also das singt er da auch vor. Okay, also das erklärt es dann. So, und bei ungefähr Minute 33 schlafen sie dann. Und zwischendurch hört man die Wärter mal kurz reden, okay, so, und später ist es dann so, dieser Verrückte, dieser Bartträger, der wacht auf, bevor der andere schon aufgewacht ist, so, und es gibt da nicht wirklich etwas zu essen in diesem Gefängnis, so, und er macht dann etwas, das nennt er Sweetbread, das heißt, er zieht sich erstmal aus und sie haben ja einen Teller in dieser Zelle und auf diesem Teller kackt er dann. Ja, und kackt wohl irgendwie daneben, keine Ahnung was. Und es ist mir immer noch nicht ganz klar geworden. Also ich lese eigentlich überall. Jede Quelle sagt eigentlich, dass diese Szene echt ist. Ja, dass er also real auf diesem Teller gekackt hat und real auf diese Scheiße gefressen hat. Ja. Es sieht aber überhaupt nicht so aus. Also von Weitem sah das aus, was da auf dem Teller lag, wie so ein Buttercroissant oder was. Also ganz merkwürdig. Es sah jetzt nicht so aus wie diese typische Scheiße, wenn man sie im Film mal sieht. Was weiß ich, denken wir an Olaf Wittenbachs Familienratgeber oder was weiß ich, Scary Movie 2 oder was, das ist ja meistens irgendwie so eine braune Pampe oder was. Nein, es sieht überhaupt nicht so aus. Und eigentlich war ich auch dankbar dem Film, weil eins ist klar, ich persönlich, ich kann das nicht ab, wenn im Film, selbst wenn es nur angedeutet wird, dass Scheiße gefressen wird. Ne? Bei Human Centipede ging es gerade noch so, da war es nicht so explizit. Aber wenn man da irgendwas sieht, mir wird jetzt schon schlecht. Und wenn ich da vor allem an Olaf Wittenbachs Familienratgeber denke, wie sie diese... Oh, Entschuldigung. Es ist nicht gestellt.
ich habe wirklich gerade Brechreiz, wie sie das da, und er ist da, ich kann nicht darüber reden. Aber hier ist es gar nicht so. Es sieht einfach nicht realistisch aus, so wie ich es als realistisch abgespeichert habe in meinem Kopf. Deshalb hat mir die Szene jetzt nicht so auf den Magen geschlagen. Wenn es natürlich doch real wäre. Boah, das ist wirklich, also das ist die Grenze für mich, ne? Also mit Fäkalien und so weiter, das, also, kann ich nicht. Das kann ich nicht im Horrorfilm. Aber wie gesagt, alle Quellen behaupten, es sei echt, es sei real. Und wenn es so ist, dann ist es halt so ein Knallhart. So, und wie gesagt, er frisst es dann, beschmiert sich dann so. Und dann geht er eben mit dem Teller zu dem Zellengenossen, der ja immer noch da oben pennt. Also da oben meine ich, ihr wisst ja jetzt nicht, wie das aussieht. Das ist hier praktisch so, es sieht aus wie so Rohre. Und da liegen sie so oben drauf, wie auf so einem Stockbett in der Jugendherberge. Dann wisst ihr. So, und der liegt da oben und der andere sagt, hier, Frühstück und so weiter. Und der sieht natürlich, was das ist und schreit gleich los und bist du wahnsinnig? Oder irgendwie so, keine Ahnung. Und also furchtbar. Und der andere, da merkt man dann, also vorher auch schon gemerkt, dass er anscheinend irgendwie so ein bisschen Realitätsverlust bekommt. Aber jetzt auch. Also, weil das Schauspiel ist ja schon gut. Der eine, der da völlig am Rumbrüllen ist, wie so ein Gorilla, der zum Wärter ruft und so weiter sogar. Und der andere, der da nur am Wimmern oder am Jammern ist und sagt, ich wollte dir was Gutes tun, wir haben doch hier nichts zu essen und du brauchst doch auch was und so weiter. Also da merkt man mal, wie abgehoben das Ganze ist. Aber irgendwie, es ist doch so glaubwürdig. Deshalb, der Film braucht doch diese lange Zeit. Aus meiner Sicht, wenn der Film jetzt diese Zeit in der Zelle praktisch, diese Dialoge und das alles, wenn das viel kürzer gegangen wäre, nehmen wir mal nur eine halbe Stunde, dann hätte das nicht so gewirkt, dann wäre das zu plötzlich gewesen. Es ist tatsächlich notwendig, dass dieser Film so eine lange Strecke hat praktisch, wo eigentlich nicht wirklich was passiert, weil alleine nur durch die Dialoge diese Situation sich immer weiter aufbaut, weil, müsst ihr vorstellen, dieser, der jetzt auf diesen Teller gekackt hat, der hat halt vorher schon plötzlich angefangen, den anderen mit ihr anzureden. Also mit, als wenn da mehrere Leute im Raum zugegen wären. Ja, aber sie sind ja alleine. Erzählt auch immer wieder von seiner Kindheit oder was seine Mutter mal gesagt hätte. Riecht damit auch den anderen auf. Nur es ist halt so, man sieht wirklich, man merkt einfach wirklich, wie dieser Typ immer weiter von der Realität weggeht. Ja? Und irgendein Nonsensquatsch und irgendeinen Schwachsinn macht. Ne? Aber jetzt nicht im übertriebenen Sinne oder dass man sagt, das ist jetzt lustig oder so. Nein, es ist wirklich bedrückend, ja? Weil es einfach so, dadurch, dass der Film ähnlich wie zum Beispiel August Underground fast keine Schnitte hat, ne? Nur ganz, ganz wenig, kommt das auch so real rüber. Ja? Ein bisschen blöd ist, aber komme ich nachher noch zu weniger Kameraführung. Aber trotzdem, also wie gesagt, diese ganze Stunde bis hin zu dieser Scheißefresse und so weiter, es baut sich immer weiter auf. Wenn wir diesen Dialog vorher nicht gehabt hätten und der fängt einfach da an rumzukacken und sonst was, dann hätte man das nicht verstanden. Hätte man gesagt, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt ein Film, der nur auf Ekel setzt oder sonst was? Nein, er hat es die ganze halbe Stunde vorher aufgebaut. Ne? Dann geht es halt noch ein bisschen weiter. Zwischendrin muss dieser eine, der da oben halt gelegen hat, ihr müsst verzeihen, ich erzähle die Szene nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge, aber so wie ich sie am besten erklären kann. Der andere wird dann halt mal von einem Wärter zur Arbeit abgeholt. Ne? Und seine Arbeit besteht darin, eine Toilette, auch schlimmer als die Toilette aus Saw, keine Ahnung, oder aus Wrong Turn oder was, also völlig verdreckt, verkalkt, verrostet, keine Ahnung was, die soll er irgendwie sauber machen mit einer Gabel. Mit einer Gabel. Das würde sogar rüberkommen, selbst wenn der Film keine englischen Untertitel hätte, dass er da angebrüllt wird, dass er sagt, hier putzen oder sonst was. Ne? Und dabei, oh, das ist auch wieder schlimm gewesen, da zieht es mir jetzt noch die Fußnägel auf. Wenn er da mit dieser Gabel rumschabt, dann gibt es dieses ganz, ganz eklige Geräusch. Das kennt ihr, wenn eine Gabel versehentlich bei einem Teller kratzt oder wenn man an einer Tafel kratzt. Das ist ein ganz, ganz fieses Geräusch. Ich kann das gar nicht ab. Und das ist hier halt mehrfach zu hören. Also das ist viel schlimmer als in Nightmare on Elm Street 6, wo Freddy da mit dieser Krallenhand an der Tafel ist. Also hier noch viel schlimmer. Und es ist zum Glück nur eine kurze Szene. Naja. Und was ist dann noch wichtig? Wie gesagt, das mit den Kacken, das war alles bei Minute 37,40. Bei Minute 49 wird er wieder zur Arbeit abgeholt. Aber die Arbeit sieht man da nicht. Aber ein zweiter Wärter bleibt man bei diesem
Bartträger, bei dem der da gekackt hatte, und erzählt ihnen irgendwas über den Krieg und über irgendwelche Einsätze und Armeen, keine Ahnung was. Dann ist es so, nach ungefähr einer Stunde geht's dann los, in dem Sinne, dass wir sagen, die beiden sind jetzt nicht mehr in ihrer kleinen Zelle, sondern wir haben einen Ortswechsel zu einem größeren Raum, wahrscheinlich ein größerer Gefängniskeller, wo jetzt auch inzwischen mehrere, ich sage mal Wärter, das eine ist wohl vielleicht der Gefängnisdirektor, keine Ahnung, der saß ein bisschen aus wie Costa Gordalis. Nee, ist Quatsch. So schlimm war es auch nicht. Also auf jeden Fall, der da auch irgendwie so ein bisschen bekloppt ist und immer so erzählt, er will Colonel werden oder keine Ahnung was. Und die beiden sind dann da unten irgendwie. Der eine hängt da irgendwie so in so einer Art Grube oder so, keine Ahnung. Und die schreien da rum in dem Moment. Ich habe auch gar nicht verstanden, was das denn alles soll, muss ich ehrlich gestehen. Es war auch nicht so viel in der Titel, das war einfach nur ein Gebrülle. Und dann dreht der Bruder dreht völlig durch und greift einen der Wärter an und wie so ein Zombie und zerfleischt den dann letztendlich, ne? Also mit Gedärme rausreißen und sonst was. Und da kommt dann auch wieder dieses mit dem Elephant. Man sieht es ja hier auch irgendwie so an dem Bild dort oben. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist das eigentlich hier? Ich habe gedacht, ist das jetzt so ein Film wie bei Der Elefantenmensch von 1980, dass das irgendwie so ein deformierter oder so, nee, also ich habe das so verstanden, dass es so verdeutlicht sein sollte. Der hat ja eben diesen Wärter angegriffen, zerfleischt wie so ein Zombie, sagte ich, dazu ganz merkwürdige Schnitte und Musik und Geräusche, war so ein bisschen experimental, fast so wie bei Vomit Gore. Und es scheint, also ich habe es so verstanden, er hat ihm so die Luft- und Speiseröhre rausgerissen. So, das sieht dann aus wie ein Elefantenrüssel. Ist am Ende nicht ganz so realistisch, weil wer oben, klar, oben könnte das am Hals durchtrennen, aber wie da unten und wenn das so einen Meter lang ist, das passt gar nicht, weil irgendwann kommt doch der Magen und die Lunge, aber lassen wir das. Also das wurde irgendwie so angedeutet. Er hat da irgendwas rausgeholt und das gibt er den anderen dann, dass er wie so ein Elefant trompetet oder so. Also es ist eine ganz, ganz merkwürdige Szenerie. Und ich habe auch das Gefühl, ich rede mich hier so ein bisschen um den Verstand, den ich mir vorher geliehen habe, weil ich kann das alles gar nicht so wiedergeben, dass es richtig Sinn macht. Ihr müsst es sehen. Ja, ihr müsst die Szenen sehen und dann versteht ihr es. Ja. Es ist ein heilloses Durcheinander am Ende. Der Bruder hat dann plötzlich so ein Bajonett, also das ist so ein Messer, was man auf ein Gewehr aufstecken würde. Damit sticht er sich in den Arm, dann ist er irgendwie tot oder so. Und der andere kommt dann da, heult dann und keine Ahnung. Zwischendrin wird der eine noch, gibt es noch sexuelle Gewalt, in dem Sinne, dass der Bartträger einem der Gefängniswärter oral befriedigen soll. Man sieht aber nichts, also es ist nur sehr stark angedeutet. Ja, also es ist jetzt kein Glied zu sehen oder sonst irgendwas. Ich hatte da eigentlich viel schlimmere Sachen erwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es da relativ pornomäßig zur Sache gehen würde. Oder hatte ich befürchtet. Ist aber nicht der Fall. Dankenswerterweise, würde ich fast sagen. Und okay, also und dann ist der Film auch ab Minute 86 irgendwann zu Ende. Ne? Also wie gesagt, wir haben in den letzten 20 Minuten auch nochmal ein paar blutige Effekte, die jetzt aber auch eigentlich fast nicht hätten sein müssen. Also wie gesagt, wir haben hier einen Film, der eine Stunde lang zwei Männer damit begleitet, wie sie praktisch ihren Verstand verlieren. Und zwar nicht in einer typischen Hollywood-Situation, sage ich jetzt einfach mal, oder was weiß ich, wo man, oder denken wir an Shining oder so. Nein, sowas ist es nicht. Ne? Es wirkt alles auch nicht so gekünstelt. Ja? Man denkt wirklich, es wirkt auch über weite Strecken, als hätte es gar kein Drehbuch gegeben. Ja? Als wäre es fast schon dokumentarisch. Das heißt, also es wirkt für mich so, als hätten die einfach nur da gesessen und alles geredet. Von freier, so wie ich jetzt hier auch rede. Ja, ich habe zwar hier meine Stichpunkte für die Handlung, aber ansonsten habe ich ja hier kein Skript. Ich rede ja keinen Text drunter hier, ich habe ja nichts auswendig gelernt. So. Und die reden da an einer Tour irgendwas, ne, wo ich mir eigentlich denke, das kann sich keiner ausdenken. Und das ist verdammt gut dargestellt. Ne? Jetzt muss man aufpassen, nur weil ich sage, dass dieser Film das so gut macht, heißt das natürlich nicht, dass der Film irgendwie Spannung hat oder so. Nein, das heißt nicht. Also es ist schwierig, diesen Film einzuordnen. Ja? Einfach um zu sagen auch, empfehle ich ihn euch nun oder empfehle ich ihn euch nicht.
Ja, darum geht es ja letztendlich auch. Ihr schaut diese Review, um einen Eindruck von dem Film zu bekommen und dann zu sagen, ja, ich gucke mir an oder nicht, beziehungsweise ich setze ja meistens voraus, dass ihr die Filme schon kennt. Ihr habt ja dann eure eigene Meinung schon zu dem Film. So, und hier ist es eben so, also ich habe diesen Film so interpretiert, dass er, wie gesagt, diese Gefangenschaft von diesen beiden darstellen soll. So, und zwar auf möglichst dreckige, abstoßende Art und Weise, die aber in keiner Weise unrealistisch oder übertrieben ist. Ja? Vielleicht sogar noch untertrieben, weil er sich mit der Darstellung sogar noch fast zurückhält. Ne? Eben, wie gesagt, dieses mit der Kacke und so weiter war zwar alles schon eklig, aber diesmal, also ich habe keinen Würgereiz während des Films bekommen, weil es für mich nicht realistisch aussah. Ne? Einfach so, wie ich es sonst kenne aus Filmen. Sei es jetzt, wie gesagt, Familienratgeber oder was weiß ich. So, und auch das Ende, diese ganzen blutigen Szenen, das war für mich jetzt so, als würde man jetzt so einen blutigen, wahnsinnigen Albtraum miterleben. Ja, ich musste zeitweise auch so ein bisschen an August Underground und an Vomit Gore denken. Es ist auch so, der Film hat praktisch keine Musik. Na? Der Film hat ein ziemlich schlechtes Bild, aber okay, das ist vielleicht gewollt. Was nur so komisch ist, und das hat mich die ganze Zeit so irritiert, ist dieser Kamerastil. Der Kamerastil ist ein bisschen vergleichbar mit August Underground, aber nicht ganz so schlimm. Es ist kein dritter Mann da, der das jetzt filmen soll. So wird es nicht erzählt vom Film. Trotzdem haben wir keine feststehende Kamera, so wie jetzt hier, sondern die Kamera ist irgendwie auch immer mit in Bewegung. Ich glaube, dass dieser Film oder dass dieses Stilmittel dadurch eingesetzt wurde oder zu dem Zweck eingesetzt wurde, dass der Film einem das Gefühl geben soll, wir wären dabei. Nicht irgendeiner ist dabei und hat es gefilmt, sondern wir sind selber dabei und beobachten es dadurch. Ja, weil es ergibt sonst keinen Sinn. Wenn man gesagt hätte, es soll eine Überwachung sein oder eine Dokumentation, da hätte ich gesagt, wir malen da oben eine Kamera hin und dann filmt die alles, ja. Und dann hätten wir einen Winkel immer gehabt, ne, oder meinetwegen zwei, ja. Und dass man sagt, okay, vielleicht wäre es sogar ein Experiment gewesen, ein Stressexperiment, extreme Situation an zwei willkürlichen militärischen Gefangenen, ja. Warum die in dieser Zelle sind, weiß ich auch übrigens nicht, weil es sind ja selber Mitglieder der russischen Armee, es sind ja keine Kriegsgefangenen oder so, aber okay. Dass man sagt, okay, vielleicht hätte es ein Experiment sein sollen, ne? Da gibt es ja diverse Creepypastas und so weiter und Berichte von früher, so, und das wird dokumentiert. Dann wäre es realistisch gewesen, wenn da irgendwo in der Ecke eine Kamera hängt und die filmt alles, so. Aber nicht, dass da ständig einer, ja, ich gucke jetzt mal so und dann gehe ich hier hin und filme da. Nein, das macht keinen Sinn. So, es ist aber auch nicht so, dass einer dabei sitzt und das filmt, also geht es nur so, dass der Film will, dass wir selber dabei sind. Wir sind selber mit in der Zelle und beobachten alles. Nur so ergibt es Sinn, weil ansonsten bringt es nichts. Wenn man sich darüber nicht nachdenkt, dann denkt man sich, ah, das war eine schlechte Kameraführung. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Wenn das gewollt ist, dass die Kamera so komisch ist, dass sie ja so ständig hin und her wackelt, immer unruhig ist, sehr, sehr selten mal ein starres Bild, immer in Bewegung. Die beiden sind auch irgendwie immer in Bewegung. Der eine läuft da ständig ab hier in seiner 3 Quadratmeter in der Zelle oder wie wir haben, also geschätzt maximal 4x4 Meter inklusive Einrichtung, also viel Platz zum Laufen haben sie da nicht. Und wie gesagt, man hat sonst nicht viel dort gesehen. Und es wäre sogar in Ordnung gewesen, wenn der Film gar keine Bluteffekte gehabt hätte, wenn man einfach diesen Wahnsinn dann noch ein bisschen gesteigert hätte und am Ende hätten sie sich irgendwie totgeschlagen oder was, ne? Dass die dann noch diese Splatter-Szenen am Ende noch so haben, ist eher noch so ein Bonbon obendrauf, ja? Dass man sagt, das ist jetzt so eine Art blutiger Albtraum, der einfach nur den Abschluss zu diesem Wahnsinn bringt, ne? Dass er also völlig in Rage ist, in einen Blutrausch geraten ist, so ähnlich, ganz, ganz ähnlich, aber wirklich im weitesten Sinne, wie bei Vomit Goa, wenn man sagt, dass die Ankala dort durch ihre persönliche Hölle geht und mit den ganzen Szenen dort, aber wirklich im weitesten Sinne, ist nicht vergleichbar mit Vomit Goa, auch nicht so ultra blutig. Man hat doch gesehen, dass diese Innereien, also es waren wahrscheinlich echt Tierinnereien, dass sie nur auf den drauf lagen, er hat da so rumgewühlt, ja, aber immerhin, sie waren da. Und wie gesagt, das mit dieser Luftröhre oder was er da rausreißt, ist natürlich auch mal so ein bisschen
was Neues, was man noch nicht so hatte. Und wie gesagt, selbst in dieser Situation sind die beiden inzwischen völlig abgehoben. Der andere, der bekommt das irgendwie gar nicht mit. Und am Ende, als der eine tot ist, wie er dann noch so ist, und dann kommt dieser andere Oberwärter dann nochmal an und irgendwie redet er die ganze Zeit. Er zeigt ihm eine Uniform und sagt, wir gehen auf eine Parade und so weiter. Und ich werde Colonel, ich werde Colonel, ich werde Colonel. Das erzählt er, glaube ich, 20 Mal. Und währenddessen legt er sich eine Schlinge um den Hals, steigt auf einen Stuhl. Aber der andere schlägt den weg und dann hängt er sich da und ist tot. Und ja, dann ist der Film auch irgendwie dann vorbei, keine Ahnung. Also wie gesagt, es ist ein ziemlich verstörender Film, ein krankes Machwerk, was aber schon irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, wenn man sagt, es will zeigen, was in einer Extremsituation wirklich mit so Leuten passieren könnte. Wenn man sagt, dass sie völlig durchdrehen und sich dann am Ende selber töten oder gegenseitig töten. Ne? Und zwar in einer dreckigen Art und Weise, wie man sie aus Hollywood und anderen niemals bekommen könnte. Ja, also das vielleicht kann man so einen Film auch nur dort drehen, keine Ahnung, oder konnte man, weiß ich nicht. Also ich habe selten so einen Film gesehen, einen vergleichbaren Film auch. Ja, also wie gesagt, so Thematik, zwei Männer in einem Raum eingesperrt und sonst was, sowas kommt ja alle Nase lang mal vor. Aber nicht auf diese Art und Weise, nicht mit dieser Deutlichkeit. Ja? Ein Hollywood-Film würde sowas zum Beispiel mit dieser Scheiße auf dem Teller eigentlich immer nur andeuten, maximal andeuten, wenn es überhaupt vorkäme. Ne? Dieser Film zieht durch. Dieser Film zieht immer durch. Er ist nie ganz extrem explizit. Ja? Also wie gesagt, zum Beispiel durch diese, ja, ich will mal sagen, Vergewaltigung durch den Wärter, das ist jetzt, da ist zwar so ein Gerangel und dann wird mit dem Zoom gearbeitet und. Also es ist zwar irgendwie schon da, aber man sieht es nicht. Ja, man sieht es nicht direkt. Ja, man sieht nicht, wie irgendein Glied in den Mund genommen wird oder sonst was. Ne? Trotzdem ist es irgendwie da. Und das würde ein anderer, normaler Spielfilm so nie zeigen. Das ist völlig klar. Also dieser Film will auf jeden Fall Grenzen ausloten, wenn man aber schon sehr, sehr viel gesehen hat von solchen kranken Filmen, sag ich mal so, dann ist es so, dass dieser Film gar nicht mal so viel Neues bietet. Also wie soll ich das erklären? Wie meine ich das jetzt? Ich meine jetzt spektakuläre Szenen, wo man sagt, oh, das ist jetzt der Grund, warum man sich diesen Film anschauen kann. Nein, das hat der Film nicht. Auch wenn der am Ende da mit dieser Luftröhre und so weiter arbeitet, das war jetzt schon was Spezielles, aber wie gesagt, davon lebt, das will der Film gar nicht. Der Film will eben diesen Wahnsinn zeigen, der sich immer weiter und weiter steigert, ja? Der aber überwiegend über die Dialoge rüberkommt, einfach weil man immer weiter merkt, der redet immer mehr Schwachsinn, ne? Und hört gar nicht auf zu reden, redet plötzlich damit, seid doch alle menschlich und seid, ihr müsst lieb zu mir sein oder keine Ahnung was. Also er redet, wie gesagt, völlig an dem anderen vorbei. Er redet mitten ins Blaue und erzählt irgendwas, ne? Sodass man immer weiter merkt, der Mann geht verloren. Ne? Und ja, eigentlich ist man trotzdem immer irgendwie gespannt, was als nächstes noch so ein bisschen passiert. Und wie gesagt, wenn man auf blutige Effekte aus ist, so die letzte Viertelstunde, da kommt da noch mal ein bisschen was. Ansonsten ist der Film natürlich unblutig, ja, weil ansonsten eher psychische Sachen hier sind. Ne? Ich hatte auch erst gedacht, dass vielleicht viel mehr Folter oder körperliche Strafe durch die Wärter kommen, mehr Prügel oder sonst was. Nee, ist gar nicht mal so der Fall. Ne? Deshalb ist es auch mit der Bewertung etwas schwierig. Weil, wie gesagt, der Film mit der grafischen, offensichtlichen Gewalt jetzt über weite Strecken gar nicht so viel was hat. Eher dieses Psychische hat am Ende halt nochmal diese paar Splatter-Momente. Deshalb würde ich sagen, ich gebe dem Film 9 von 19 möglichen Gurpunkten, einfach weil noch viel, viel mehr rein grafisch möglich ist. Ne? Die Geschichte an sich ist ja schon hart und wenn man denkt, die beiden da eingesperrt, kriegen nicht wirklich was zu essen, da fließt so ein bisschen Urin aus dem Rohr oder was sie zum Trinken haben und sonst was, das ist alles sehr eklig gemacht und wie gesagt, alles sehr düster, hoffnungslos und ja, da kann man einfach nur hoffen, dadurch, dass es ja in der Vergangenheit schon genug Kriegsgefangene gab und sicherlich immer noch gibt und auch sicherlich in Zukunft geben wird, dass so ein Schicksal möglichst keinen Menschen vielleicht mehr erfahren muss. Ich will gar nicht ausmalen, was früher in den russischen und auch in den deutschen Kriegslagern und so weiter mit den Leuten wirklich gemacht wurde. Das ist vielleicht ein Film, der vielleicht ein bisschen sensibel machen möchte für ein bestimmtes Thema. Nämlich für das Thema Gefangenschaft in Extremsituationen. Wir wissen alle, dass es
auch heute noch unmenschliche Gefängnisse gibt auf der Welt, ganz klar. Und meistens, wenn die Leute noch unschuldig sitzen, sind sie noch grausamer. Es gibt ein paar Leute, ein paar Taten, da könnte man sagen, ja gut, die verdienen ja eigentlich nichts anderes, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ne? Wir sind jetzt hier keine Richter und keine Henker. Und wie gesagt, dieser Film, ich glaube, er ist schon so eine gewisse, ein gewisses Maß Mahnmal. Ja? Einfach so dafür, dass man sagt, okay, wir zeigen mal, wie abstoßend und unmenschlich es eigentlich in einer Gefangenschaft sein kann. Ja? Was durchaus in der Vergangenheit eventuell so tatsächlich hätte passiert sein können. Oder vielleicht sogar schon tausendfach passiert ist, man weiß es nicht. Ne? Also als die Nazis damals den Krieg verloren haben, sind sie nicht umsonst lieber zu den Amerikanern in die Gefangenschaft gegangen, als sie sich den Russen auszuliefern. Und das soll eigentlich auch was heißen. Ne? Aber gut, dieses Video soll trotz der aktuellen Situation kein antirussisches Video sein. Ich möchte das Video jetzt langsam mal beenden. Ich habe meine Meinung zu The Green Elephant gesagt. Möglicherweise habt ihr eine ganz andere Meinung dazu. Vielleicht sagt ihr auch, der Film ist strunzlangweilig, braucht kein Mensch. Brauchen tut den Film vielleicht sowieso niemand. Aber ist die Frage, interessiert er einem? Ne? Wenn ihr ihn kaufen wollt, wie gesagt, es gibt ihn eigentlich nur als Bootleg, inzwischen sogar auf Blu-ray, ist auf meiner Sicht Quatsch. Gebt nicht zu viel Geld aus. Gebt den Schwarzbrenner nicht das ganze Geld, das muss nicht sein. Und ja, das wird es gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage erst einmal bis dahin und tschüss.